Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Generation Zero. Ja, ich habe ja eine Aufnahmepause gehabt und wir sind jetzt wieder hier am Anfang gestartet, obwohl wir ja hier irgendwo waren. Was aber mal nicht so schlimm ist, würde ich sagen, obwohl ich da noch hoch würde. Ja, das würde ich ausprobieren. Da wir ja sowieso das umrundet haben, das ist nicht ganz so dramatisch. Aber trotzdem wundert mich das ein bisschen. Das sind echt komische... Also es ist alles abgespeichert da hinten, aber... Weiß ich nicht, irgendwie... Aber wenn man hier so mal guckt, es gibt halt keine Speichermodifikation, wenn ich jetzt hier so... Da, ja, ungespeichert. Ja, aber wann ist denn gespeichert? Oder kann ich hier irgendwo... Oh, Aufträge. Kommandomarken. Aha. Was? Wie kommt der denn jetzt da drauf? Warum jetzt hier ein bisschen gehen, ist er die Aufgabe geht zu tanken und das Fahrzeug und. Was? Wie kommst du da drauf, Spiel? Es gibt Fahrzeuge. Das ist cool. Was spiele ich hier? Ich habe das bei Gronk und Pandoria gesehen und so. HWSQ. Aber... Hä? Ich muss echt sagen, mich stört das, dass die Grafik so schlecht ist. So in der Ferne. Und ich kann da aber auch nichts gegen machen. Ein Render und ich. Nee, ich glaube, das bringt nichts. Ne? Das ist egal. Ja, interessante Orte, Peuer, die für Instagram angezeigt werden. Oh. Ihr seid mir ehrlich gesagt ein bisschen viele. Ernsthaft, Raketenwerfer? Sonnenschirm, ich dachte gerade, hä, was ist das denn? Aber. Doch noch zu viele.
Halten aber auch schön Abstand, ne? Die haben, glaube ich, Schwachstellen, aber mit einer Pistole auf der oder ne, auf so einer Entfernung wird es schwierig, da. So, was haben wir denn hier oben? Kann ich nicht einfach Fahrrad fahren? Nee. Oh, lass mich doch mal irgendwie ein Gewehr oder irgendwas finden. Was ist das? Achso. Was für ein Wetter. Ach, das, weißt du, woran mich das Spiel momentan erinnert? Also, Krieg der Welten. Da kam doch eine Serie auch raus, oder? War das Serie Krieg der Welten? Ich weiß es nicht mehr. Aber da gab es auch was mit Robotern und sowas. Ach, das war eine Taschenlampe. Ich dachte, das wäre ein Rekorder gewesen. Ja, ist ja alles schön und gut, was ich hier so finde, aber ein Gewehr wäre wirklich schön. Kein Wunder, dass ihr tot seid. Ja, die müssten verbrannt sein. Es sei denn, die sind gerade erst gestorben. So, ich hoffe, ich habe nicht allzu viel übersehen. Was haben wir denn hier? Irgendeine kleine Kleinigkeit? Nee, nichts. Gut, dann gucken wir mal auf die Karte. So. So, dann da ist der Weg, da sind wir weiter. Dann könnten wir tatsächlich mal hier so hin. Scheinbar speichert er nur die Wegpunkte so richtig. Ist das der Tote oder ist das... okay. Er hat sich so komisch bewegt. Ich weiß auch nicht. Der Regen verhält sich hier auch sehr merkwürdig. Merkwürdig. Ich hab da rechts so eine... Ich hab das Fernglas. Ghetto Blaster. Ghetto Blaster. Okay. Ah, anderer Munitionstyp, glaube ich. Boah, ich hasse das. Die Grafik ist so schlecht in der Ferne. Alles so verwaschen und komisch. Kann ich da echt nichts dran ändern? Thank you.
ist besser, ne? Was wirkt auch so, als wenn wir viel schneller laufen würden. Ha, vielleicht muss ich da was machen. Komplett vielleicht nicht, aber vielleicht so auf 60. Es sieht auch komisch aus. Also irgendwie die Grafik ist nicht so toll. Aber es ist ein interessantes Spiel. Das muss man sagen. Wie sieht er mich denn? Ich sehe mich ja selbst nicht mal. Das Gewitter oder die Explosion? Ich weiß es nicht. Ach, die ganzen. Ach, die Autos sind explodiert, deswegen. Oh nein, nicht du! Oh, die Dinger hasse ich so sehr. Die kosten mich auch am meisten Munition. Erhalten, Trophäe erhalten. Angriff ist die beste Verteidigung, gehe ich mal von aus. Gib mir Muni, gib mir Muni. Ey. Feuer auf, Feuer böse. Aber gut zu wissen, dass Autos auch explodieren können. Das, ich wusste nicht, wie weit das Spiel geht, tatsächlich, mit solchen Sachen. Aber gut, dass er Benzin kann, ist er noch. Okay. Na, haben wir das gemacht. Karte, wir könnten über die Straße, was wahrscheinlich nicht das Schlauste ist. In so einer Situation würde ich auch eher durch die Wälder gehen. Sofern ich die Wälder kenne. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie viel ich looten kann. Zufluchtsort. Erreiche einen günstigen Beobachtungspunkt in der Nähe. Okay. Denk daran, dass Kampf nicht immer die beste Lösung ist. Manchmal kann sich Heimlichkeit auszahlen und Patronen sparen. Schön, noch ein Fernglas. Studiere das Kirchengelände mit dem Fernglas. Wie sehen die mich, obwohl ich... Hä? Naja, die linke Seite scheint relativ... unbewacht zu sein, aber auch rechts scheint es machbar zu sein. Viel. Brief mit der Adresse des Jägers. Jemand hat in einer sehr stilvollen Handschrift Folgendes auf den Umschlag geschrieben. Kurt Algren, Björkners, Ibolmen. Auf dem Brief darin steht, Kurt, es geht nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus, in Stockholm zu leben. So weit weg von dir. Das war nicht das Richtige für mich, nehme ich an.
Ich werde an einem der kommenden Wochenenden zu Besuch kommen. Lass uns bald wieder zusammen jagen gehen, okay? Ich glaube, ich habe mich ein wenig für die Jagd erwärmen können. Annie. Neue Mission. Suche Haus des Jägers. Ist es da, wo ich nicht sogar schon mal war? Der Jäger. Ja, dann würde ich da gerne hingehen. Falls er noch lebt, hat er jetzt ein Problem. Da war aber noch was drin, glaube Unfall, aber keine Leichen. Oder Körper, je nachdem. Oder Blut. Also ich habe noch nicht ganz gecheckt, was das Problem ist mit der Ausdauer, weil wenn ich keine habe unten links, dann kann ich ja trotzdem rennen. Vielleicht ein ganz kleines bisschen langsamer, aber. Ah, ich kann auf jeden Fall dann die Luft nicht anhalten beim Zielen, glaube ich. Aber die lädt sich eigentlich so schnell wieder auf, das ist. Ah, noch ein bisschen unverständlich für mich, aber das wird sich vielleicht im Laufe des Spiels herausstellen. Nehmen wir erstmal die Muni, oder? Ich bin mir selber nicht sicher. Lass mich raten, da sind jetzt wieder ganz viele von denen. Ja, an sich habe ich ja eigentlich schon da gesucht, aber okay. Das hat's nicht so gebracht. Aber wir haben jetzt eine Antwort darauf, was passiert. Oder ob diese MP-Granate das irgendwann wieder rückgängig macht. Thank you.
Okay, der ist aufgebraucht. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob das die Musik war, aber ich habe gerade irgendwas piepen gehört. Übrigens, Hohlspitzgeschosse dürften eigentlich bei ja, so Robotern nicht so viel bringen. HS Hohlspitz VM. Vollmantel. Vollmantel müsste eigentlich mehr bringen. Daddy ist glücklich. So, wollen wir gleich mal gucken, und zwar das Jagdgewehr. Aber wir haben ja auch noch was Schönes dafür. Und zwar 1, 4, 6 Zielfernrohr, 4, 8. Ich würde erstmal. Okay. Gut, so geht's nicht. Wie geht's denn? Ergänzungen? Dein Modder. Ich habe keine Munition dafür? Was soll ich für ein Gerücht? Zwei. Wow. Bold Action. Mann, das ist doch 100 pro ein Bunker oder irgendwas. Gehe ich da nicht rein? Ja, das sieht doch schon besser aus. Der Jäger. So, dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle erstmal ein Folgenpäuschen und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.